Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen zweiten keltischen Merkurtag. Es ist kein Donnerstag, wie es im falschen Kalender steht, aber macht nichts. Heute Nacht hat es ein wenig geregnet, Gewitter sind herumgezogen, Donner war sehr häufig zu hören, Blitz war, glaube ich, zwei Blitze habe ich mitbekommen. Auf jeden Fall eine entspannende Nacht. Die große Hitze ist einmal gebrochen, das ist angenehm. Und ja, ich habe gestern noch in der Nacht Erde nachgeschaufelt, weil sich einerseits die Erde setzt, ja, den muss ich wieder aufrichten, der ist hier ein bisschen umgefallen, deswegen habe ich hier das Hölzchen. Naja, kriege ich hin. Ich werde ihn dann hier irgendwie befestigen, anbinden, dass er sich hier dann hinauf bewegen kann oder hinauf wachsen kann, genauso wie der Tomatenstrauch. Die zwei Äste muss ich auch noch an die Leine nehmen, sonst brechen sie ab. Ja, ich habe Calcium und Schindelepulver, das habe ich da reingestreut. Und jetzt schaut es mit den Früchten, naja, fast gut aus. Die muss ich entfernen, weil die müssen sofort weg. Ja, da ist die Sammlung der verfaulten Paradeiser. Warum kommen wir immer wieder auf diesen Planeten zurück? Was soll das? Was haben wir hier verloren? Was ist der Grund, warum sich die Menschen immer und immer wieder hierher inkarnieren? Merkwürdig, oder? Dabei war doch nur eine einzige Inkarnation geplant auf diesem doch sehr intensiven Planeten. Und es zieht die Menschen magisch immer wieder hierher, zurück in diese Abgründe des Leidens, der Liebe, der Hoffnung, der Verzweiflung, der Ängste, aber auch der Brutalität und Gewalt. Warum machen wir das? Ich glaube, es hängt mit einem sehr hohen Identifikationsgrad zusammen. Wir identifizieren uns mit dem, was wir erreicht haben und was wir dann verloren haben und wollen es dann wieder zurückhaben. Das ist so dieses Paradise Lost Syndrom. Man möchte wieder das Paradies erleben, aber das wäre gar nicht die Aufgabe gewesen. Deswegen wird auch in vielen spirituellen Lehren empfohlen, nie zu groß zu werden, nicht nach dem großen Glück zu streben, sondern immer bescheiden zu bleiben, nicht zu viel erreichen, nicht zu großen Reichtum anhäufen, sozusagen nicht zu viel Erfolg, wobei auch immer, erlangen, dass eben der Grad der Identifikation mit diesem Körper, mit dieser Inkarnation halt nicht so groß ist. Ja, leider der Ast ist hier oben abgebrochen, ja, sieht man hier unter der Last der Zwetschgen, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich kann es nicht ändern, ich muss es akzeptieren, so wie es ist. Habe ich da eine Hornisse gesehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall identifizieren wir uns mit dem, was wir sind. Wenn wir zum Beispiel die Rolle als Vater oder Mutter haben, dann gehen wir davon aus, dass unsere Kinder quasi unser Besitz sind. Mein Besitz, meine Kinder. Ist aber nicht richtig. Es sind Seelen. Seelen, die uns hierher begleiten. Seelen, die uns helfen wollen, um uns weiterzuentwickeln. Und dann haben wir immer wieder die absurde Situation, dass zum Beispiel reifere Seelen unreifere Eltern haben. Also das heißt, wo eine sehr merkwürdige Situation ist, wo einerseits die reiferen Seelen auf eine Probe gestellt werden und wo auf der anderen Seite die unreiferen Seelen, die Eltern, die Möglichkeit haben zu wachsen. In Summe natürlich eine schwierige Ausgangslage. Besser ist es natürlich, wenn die Eltern die reiferen Seelen sind und die Kinder sozusagen die jüngeren Seelen wären. Es gibt alle möglichen Spielvarianten. Ein Beispiel, eine hohe Geburt, also das heißt, jemand hat
in einer Inkarnation, nehmen wir jetzt irgendein blödes Beispiel, ja, er ist irgendwo in einem kleinen Königreich war er König. Und nach dieser einen Inkarnation sehnt er sich furchtbar. Na, ich glaube, das werde ich bald abstützen müssen. Und nach dieser Inkarnation sehnt er sich natürlich immer und immer wieder. Und wird dann Inkarnationen durchmachen müssen, wo er eben lernt, von diesem hohen Pferd wieder herunterzusteigen, herunterzukommen, wieder in die Einfachheit zu kommen, wieder sozusagen auf den Null-Level zurückzukommen. Oder wenn jemand besonders große Reichtümer angehäuft hat, Schätze angehäuft hat. Das haben wir immer wieder zum Beispiel bei Mond im Stier. Ja, gut, der erste Fall mit einer hohen Inkarnation, zum Beispiel als König, das können wir erkennen, südlicher Mondknoten befindet sich dann immer wieder im Löwen oder auch der Mond selber auch im Löwen. Und das heißt hier im zweiten Fall, wenn jemand großen Reichtum hat, dann will er eben, wie gesagt, beim Mond im Stier, will er seinen Reichtum zurückhaben. Da haben wir dann in der familiären Situation immer wieder den oft unausgesprochenen Vorwurf, wo ist mein Reichtum? Warum lebe ich nicht in dem mir gewohnten Umfeld? Ja? Gewohntem, dir, Dativ. Und hieraus ergeben sich alle möglichen spannenden Spielvarianten. Und das ist es, was hier den Reiz dieses Gefängnisplaneten Erde ausmacht. Intensive Spiele, die wir eben noch weiter spielen wollen und eben wieder das Gewonnene zurückbekommen wollen. Nur das Problem ist, in unsere, wenn ich es mir so sagen darf, kosmische Heimat, ja, entkommen wir nur, wenn wir hier alles zurücklassen. Das heißt, wenn wir all diese Sachen, alles das, was wir zusammengetragen haben, was wir erworben haben, indem wir das alles zurücklassen, wie ich das auch schon mal gesagt habe, die Erfahrungen, die hier so wichtig sein sollen, haben nur Gültigkeit in diesem Bezugsrahmen Erfahrungshorizont Erde. Woanders haben diese Erfahrungen keinerlei Bedeutung. Warum tun wir uns das immer wieder an? Naja, weil eben das Leben im feinstofflichen Bereich langweilig ist. Weil jeder Wunsch sofort in Erfüllung geht. Langweilig. Weil es dort keinerlei Herausforderungen gibt. Es ist alles sozusagen sofort da. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und hier in dieser dreidimensionalen zeitlichen Begrenztheit, eben der Spanne eines Lebens, ist alles mühsam. Wir müssen alles uns erkämpfen, hart erarbeiten. Gut, es gibt Leute, denen vieles in den Schoß fällt, aber das ist nicht die Regel, das ist eher die Ausnahme. Die meisten Menschen haben große Probleme, sozusagen ihren Lebensunterhalt zu bewältigen, zu bestreiten. Wie kommt man aus dieser Spannung heraus? Indem man sich bemüht, gelassen zu bleiben, ja, ist ein netter Widerspruch, oder? Man kämpft für Ruhe. Geht irgendwie nicht. Also das heißt, indem man Gelassenheit geschehen lässt. Die Emotionen aus den Dingen herausnimmt. Letztendlich, was hat Wichtigkeit? Erinnere dich an deine jungen Jahre. Was waren die Dinge da nicht alle furchtbar tragisch? Ja, es war alles, also mir ist es so gegangen, es war alles abgrundtief tragisch und schrecklich und furchtbar. Und dann mit zunehmendem, ich möchte jetzt nicht Alter sagen, sagen wir mal, mit zunehmender fortschreitender Jugend haben wir bemerkt, dass es gar nicht so tragisch ist. Es gibt ein Danach. Ja, jeder kennt das, die erste unglückliche Liebe, die Selbstmordgedanken sind nicht allzu weit entfernt und nie wieder. Und das, großen Gefühle. Und dann, wenn man so ein bisschen Erfahrung sammelt, insbesondere dann
mit der Tatsache, wie es dann weitergeht. Ja? Weil eine Beziehung ist ja nicht nur die Phase des Verliebens, sondern es geht ja weiter. Und wenn man dann ein paar Mal dieses, wie es weitergeht, erlebt hat, denkt man sich, oh, gut, auch nicht tragisch, oder? Ist halt so, war halt so. Man wird gelassener. Und das ist eben die Weisheit des Alters, wenn man es so formulieren darf. Die Gelassenheit des Alters. Und hier kommt dann eben jener Faktor dazu, wenn man das große Glück hat, seine Energie noch halbwegs komplett zu haben. Also das heißt, wenn man nicht komplett oder völlig abgelebt ist, das heißt, wenn das Leben nicht zu hohen Tribut gefordert hat, na, dann kommen wir schon in spirituelle Fahrwasser. Nämlich dann können wir mit unserem Traumkörper bereits arbeiten. Das heißt, dass wir eben Informationen hereinbekommen, dass wir, ich versuche das gerade in Worte zu kleiden, nur wie formuliere ich das, dass wir Dinge genau wissen, ja? Dass wir wissen, dass es so oder so ist, obwohl wir darüber jetzt nicht viel Informationen haben, wir wissen aber, dass es so ist. Und das ist das, was im Schamanismus als das Sehen bezeichnet wird. Das Sehen ist jener Zustand, dass ich genau weiß, dass etwas so oder so ist. Keine Ahnung habe, woher ich das weiß. Weil eben mein Traumkörper oder dein Traumkörper dir diese Information zukommen hat lassen. Das ist Sehen. Das zweite Gesicht. Es gibt Menschen, die Fähigkeit des Sehens sich bewahrt haben, weil als Kinder hatten wir das alles. Nur im Zuge der Sozialisierung, der Konditionierung auf gewisse Verhaltensmuster mussten wir diese Fähigkeiten zudecken und mit einigen Schichten dann verschütten. Aber einige haben eben sich diese kindliche Fähigkeit des Sehens bewahrt. Geht dann wieder zusammen mit dem Spruch, um in mein Himmelreich zu kommen, müsst ihr werden wie die Kinder. Das bedeutet, all die Prägungen loszuwerden, all die Konditionierungen loszuwerden und wieder ein quasi unbeschriebenes Blatt zu sein. Es geht um die Komplettheit deiner Energie, das heißt, dass du wieder dein volles Potenzial hast, ich muss hier nur aufpassen, weil eine Planke ist schon etwas morsch und dass du dann komplett bist. Und das ist der Zustand, nach dem wir alle streben. Das ist dieses Paradies, nach dem wir uns sehnen. Die Einheit mit uns selbst. Letztendlich geht es wieder immer wieder zu dem einen Punkt. Und zwar die Reise nach innen. In der Außenwelt ist viel Ablenkung. In der Außenwelt sind viele Abenteuer. Aber letztendlich sehnen wir uns nach innerer Harmonie mit uns selber. Wir spüren, dass die Dinge so sind. Können es oft aber nicht erklären. Und die innere Stille. Ich habe es absichtlich das Anhalten der Gedanken vermieden auszusprechen. Die innere Stille ist es, welche uns dann in diese Regionen führt.
die Konzentration nur noch auf das, was du tust, diesen Moment bewusst erleben. Bei mir ist zum Beispiel das Anfertigen von Videos, also nicht von diesem explizit, sondern Videos, wo ich nichts sage. Das sind für mich sehr, sehr meditative Erfahrungen, Erlebnisse, wo ich mich so sehr nur auf das Video konzentriere, dass eben die Welt um mich herum verschwindet. Und diesen Effekt sehen wir immer wieder bei Kindern, wenn sie zeichnen, dann sind sie in einer eigenen Welt, weil sie zum Zeichnen geworden sind. Und dieses völlige Aufgehen im Hier und Jetzt, jede Handlung so intensiv durchzuführen, wie du nur kannst, das ist meines Erachtens ein sehr guter Weg zum Erlangen der Freiheit.